Leute, wenn die Nacht anbricht in Minecraft, verändert sich das Spiel um 180 Grad. Denn die gewöhnlichen Minecraft-Monster werden einfach mal zu Mutantenparasiten, die du nicht mehr wiedererkennst. Diese Mutantenparasiten werden versuchen, dich in der Nacht zu töten. Deswegen bleib dran und verpasse nicht, wie unsere normalen Minecraft-Monster in der Nacht einfach mal mutieren. Und spawnen tun wir einfach mal hier auf einem super coolen Berg. Schaut euch das mal an. Krasse Aussicht, aber wir müssen uns beeilen, Freunde. Denn wie gesagt, die mutanten Parasiten erscheinen einfach mal in der Nacht. Dann werden diese Schweine nicht mehr so normal aussehen, wie sie es gerade tun. Und sie werden uns auch angreifen. Lasst an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal schnell ein Like da, denn ihr wollt Parasiten nicht in eurer Welt haben. Und ich kann euch so viel sagen, ich schicke die in eure Welt, wenn ihr jetzt auf jeden Fall nicht liked und den Kanal kostenlos abonniert. Okay, aber wir machen uns jetzt erstmal hier ganz schnell hier so Heublöcke, beziehungsweise nicht Heublöcke, sondern Brot aus den Heublöcken. Denn wir brauchen auf jeden Fall Essen für die Nacht und wir brauchen uns auch unser normales Equipment, ein bisschen Eisen-Equipment und so weiter. Deswegen sehe ich mal ganz schnell zu, dass wir jetzt hier aus dem Holz einfach mal einen Crafting-Table machen. Und dann machen wir jetzt nämlich hier dieses Brot, wie schon gerade gesagt. Zack. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir sogar noch im Villager-Dorf ein bisschen was zum Ausrüsten. Deswegen werden wir uns das Villager-Dorf mal genauer unter die Lupe nehmen. Wie gesagt, wenn jetzt die Sonne untergeht und wir sehen, die Sonne ist schon an einem recht hohen Punkt. Ja, wobei doch, nee, wir haben noch Zeit. Die Sonne muss einmal hier, zack, runtergehen. Und dann sollte sich alles im Spiel verändern. Aber ich möchte mir davor natürlich noch mal das Villager-Dorf anschauen, weil manchmal haben wir hier irgendwelche Truhen, wo nochmal ganz wertvolle Sachen sind. Sei es irgendwie Eisen oder sei es irgendwie, ja, andere brauchbare Werkzeuge. Das wäre natürlich super, wenn wir hier fündig werden. Sieht aber für mich so aus auf dem allerersten Blick, dass wir hier kein Equipment finden werden. Wobei, na, okay, Brote haben wir natürlich jetzt schon ein bisschen. Kompass, ja, muss man ehrlich sein, hilft uns jetzt auch nicht so in dem Fall. Und auch wenn wir jetzt mal hier oben schauen, hier sieht es auch nicht sonderlich gut aus. Ein paar Schweine, aber keine Kiste. Also genau das, wonach wir eigentlich suchen, das ist hier leider nicht. Aber wir können uns jetzt hier aus diesem Crafting-Table ganz schnell etwas machen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal hier so eine schöne Holzspitzhacke. Und ja, dann machen wir uns daraus jetzt ein bisschen Stein. Und dann sollten wir auch eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, fast ready sein für die Mine. Also so Stein-Equipment, dann nochmal eine Stein-Axt auf jeden Fall, die darf nicht fehlen. Und ich sehe sogar hier einfach mal aus Zufall, war hier Eisen drunter. Spielt uns natürlich perfekt in die Karten, weil wir auf jeden Fall gegen diese Parasitenmonster eine Eisenrüstung brauchen. Da führt kein Weg dran vorbei, Freunde. Ohne Eisenrüstung wird das auf jeden Fall unmöglich sein, die Nacht zu überstehen. Deshalb mache ich jetzt erstmal ganz kurz hier so einen Stein, also eine schöne Steinaxt. Und ich sehe mal ganz kurz zu, dass wir vielleicht noch einen Baum irgendwie abfällen. Wobei, da war doch ein Eisen. Nee, warte mal. Ich glaube, da oben war doch so ein Weizenfeld. Es reicht auch aus, wenn wir dieses Weizenfeld, also das Holz von diesem Weizenfeld mitnehmen. Das spielt eigentlich keine Rolle, was für ein Holz wir haben, also ob von einem Baum oder ob wir jetzt einfach dieses Weizenfeld Holz abbauen. Es geht nur darum, dass wir irgendwie so ein bisschen Holz haben. So, und jetzt, boah, da schaffen wir es, glaube ich, nicht runter mit einem Sprung, Freunde. Das ist mir ein Ticken zu riskant. Das will ich nicht riskieren, dass wir jetzt hier schon sterben. Ich glaube, das schaffen wir immer noch nicht, ne? Ich kann mich aber ein paar Blöcke nach vorne bauen. Dann sollten wir es eigentlich, kommen wir das hin? Ich glaube schon, Freunde. Wir gehen jetzt Risiko ein und zack, zack. Oh Gott, ja, das klappt, das klappt, das klappt. Oh ja, es war knapp, aber wir haben es hinbekommen. Ich habe jetzt aber auf der anderen Seite vom Berg eine super gute Mine gefunden und auch einen sehr, ja, bösen Enderman. Also der Enderman ist noch nicht so böse wie die Monster, die wir nachher treffen werden. Aber den sollten wir auf jeden Fall auch nicht in die Augen schauen. Gerade mit so einem schlechten Equipment. Okay, Freunde, wir brauchen jetzt einmal ganz schnell für unseren Ofen 8 Stein. Und dann sollte das eigentlich auch schon ausreichen. Und damit können wir dann jetzt hier diesen Ofen machen. Und dann jetzt Eisen rein. Oh Gott, habe ich den Enderman angeschaut? Ich glaube nicht, oder? Ich hoffe, ich habe den Enderman nicht angeschaut, weil sonst kann das echt böse enden hier. Okay, aber ich weiß jetzt nicht. Genau, Kohle. Kohle. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Wir brauchen hier Kohle. Und dann nehmen wir nämlich die Kohle und packen die auch einfach mal in den Ofen rein. Gleichzeitig benötigen wir auch ein paar Fackeln, weil wir sehen hier sehr wenig und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Und vor allem möchte ich auch, dass ihr im Video was sehen könnt. Weil so dunkel Minecraft spielen, das muss wirklich nicht sein. Okay, also wir sehen jetzt hier
ein wenig Kohle. So, zack, zack. Und hier auch nochmal, zack. Okay, Freunde, sehr, sehr gut. Genug Kohle ist jetzt hier am Start. Packen wir in den Ofen rein. 5 Eisen haben wir schon mal. Und ich sehe auch, wenn wir uns jetzt mal in diese Richtung ein wenig weiterbauen, da ist nochmal ein wenig Eisen. Das heißt, dann haben wir schon mal... Oh, ich kann es jetzt nicht so ganz einschätzen, wie viel Eisen das ist. Das müsste jetzt 1, 2... Oh, das ist aber echt wenig Eisen, ne? Aber gut, kann man jetzt leider nichts dran verändern. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wir jetzt mit diesem Eisen auch... Okay, der Zombie hat mir ein bisschen Schaden gemacht. Aber mit diesem Eisen können wir auch wieder ein bisschen weiterarbeiten. Ich würde aber auch sagen, wir gehen lieber einfach mal Richtung Mine, also weiter nach unten. Ich kann mir gut vorstellen, oh ja, zum Beispiel hier, dass wir noch mehr Eisen hier finden können. Der Zombie wurde einfach mal mit einem Schlag erledigt. Okay. Der ist dann wahrscheinlich schon davor runtergefallen, weil mit einem Schlag einen Zombie zu töten, ist eigentlich nicht möglich in Minecraft. Jetzt schauen wir mal nach. Wir haben jetzt hier, oh, auf jeden Fall nochmal eine schöne Eisenquelle. 8 Eisen ist hier am Start. Okay, zack. Und dann würde ich sagen, packen wir dieses restliche Eisen auch nochmal in den Ofen rein. Jetzt haben wir 5 Eisen. Also wie gesagt, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir am Ende dann diese Eisenrüstung haben, weil die Monster, die wir in der Nacht begegnen werden, sind wirklich sehr stark. Also ohne Eisenrüstung brauchen wir da gar nicht auftreten. Ich stand jetzt nochmal ein bisschen vor dem Ofen, weil wir sehen, jetzt haben wir auf jeden Fall 10 Eisen aus dem Ofen herausbekommen. Das ist schon mal perfekt. Kombiniert mit den anderen 5 Eisen, haben wir auf jeden Fall schon mal sehr viel herausbekommen. So, hier ist noch ein bisschen Erfahrung. Können wir auch nochmal mitnehmen. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, die Augen offen halten nach Eisen. Oh, da haben wir noch mehr Eisen, Leute. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Hier vorne sehe ich auch noch Eisen. Ja, das sieht sehr gut aus. Also ich glaube, wenn dann die Nacht anbricht in Minecraft, sollten wir auf jeden Fall ausgestattet sein. So, dann gucken wir mal. Eisen hier herein. Kohle auch vor allem hier herein. Und dann packen wir das jetzt mal in den Ofen. Alter Schwede, wir haben eine richtig geile Eisenquelle bekommen. Ich würde sagen, wir machen auch einfach schon mal in der Zwischenzeit die Rüstung. Aber wie gesagt, diese Rüstung werden wir so oder so machen müssen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist die Frage, Alter, wie viel Eisen ist denn da? Leute, das ist ja richtig nice. Okay, aber hier ist dann auch Ende. Trotzdem, 7 Eisen beschwere ich mich nicht drüber. Und ich sehe, vor uns ist auch nochmal ein bisschen Eisen. So, ich mache jetzt einfach mal hier dann so einen Brustpanzer, hätte ich gesagt. Und auf jeden Fall die Hose schon mal. Und wir können uns auch gleich dann schon den Helm machen. Wobei, na, wir machen zuerst die Schuhe. Das sollte dann eigentlich nochmal ein bisschen besser sein. Dann haben wir schon mal die halbe Rüstung, sogar die 3/4 Rüstung, also 3 von 4 Teilen. Eisenschwert machen wir auch noch und dann noch einmal ein Schild. Und ich denke, dann sollte das auf jeden Fall passen, dass kein Monster gegen uns gleich ankommt. Dann hier die Schuhe, zack. Und reicht das aus? Das reicht, glaube ich, sogar aus. Wenn ich jetzt überlege, wir brauchen noch den Helm, 5 Eisen, 2 für Schwert oder ein Schild. Passt, glaube ich. Ich werde mich trotzdem noch mal kurz in der Zwischenzeit umschauen. Hier haben wir Gold. Benötigen wir eigentlich nicht. Aber wenn ich so auf den Timer schaue, müsste jetzt langsam auch schon Nacht werden. Also sollten wir uns auf jeden Fall ein bisschen zügeln. Okay. Aber ihr seht auch hier vorne... Oh, Alter. Boah, die Spinne mich erschrocken. Alter, die Spinne mich erschrocken. Okay, aber kein Problem, Freunde. So, dann einmal hier ganz kurz nach oben und das letzte Eisen mitnehmen. Ich denke, in der Zwischenzeit könnte das Eisen, was im Ofen ist, sogar schon durchgeschmolzen sein. Okay, passt soweit, passt soweit. Dann begeben wir uns jetzt mal Richtung Ofen. Freunde, ich bin jetzt schon gespannt, wie die Parasiten aussehen werden in der Nacht. So, dann machen wir uns jetzt nämlich noch einmal schnell hier so ein Helm. Und wie gesagt, eigentlich müssten wir auch ein Schild craften können. Und das geht noch nicht, weil uns ein Holz fehlt. Was natürlich kein Problem ist, weil wir genug Holz mitgenommen haben. Und jetzt haben wir auch ein Schild am Start. Packen es in die zweite Hand und natürlich auch nicht das Eisenschwert vergessen. Und ich denke mal, spätestens jetzt sollte auch schon die Nacht angebrochen sein. Wir werden es gleich auf jeden Fall erfahren, Freunde. Ich mache nochmal eine Eisenspitzhacke auch, wenn wir jetzt eh gleich ein Eisen übrig haben. Und dann bin ich sehr gespannt auf die Parasitenmonster. So, 3 Eisen. Also eine schöne Eisenspitzhacke kann auch gemacht werden. Und die Steinspitzhacke kann jetzt nämlich einmal zur Seite. Perfekt, Freunde. Essen haben wir auch am Start. Fackeln könnten wir theoretisch noch ein paar machen. Ich meine, wir haben ja sowieso noch Kohle übrig. Zack. Und Leute, ich bin so aufgeregt. So, der Ofen ist aus. Ich nehme den natürlich auch mit, ist ja keine Frage. Aber wir sehen... Oh ja, Leute, wir sehen, die Nacht ist sogar schon voll in Gange. Alter, wir waren auf jeden Fall nicht ohne
in der Mine. Also ein bisschen Zeit haben wir hier anscheinend schon in der Mine verbracht. Und jetzt muss ich sagen, bin ich echt gespannt, was für Monster uns über den Weg laufen werden. Weil, wie gesagt, diese Parasitenmonster sollen wohl echt nicht ohne sein. Aber das erfahren wir natürlich jetzt gemeinsam in der Minecraft-Nacht. Und ich merke schon, okay, da ist ein normales Skelett. Wir haben natürlich auch immer noch normale Monster in der Welt. Sind jetzt nicht alle Monster ultra mutiert, aber wir haben natürlich auch mutierte Monster. Also auf dem ersten Blick sieht hier alles noch recht normal aus. Zombies sind am Stand. Warte mal. Ich sehe da doch was. Ich habe doch was gesehen im Hintergrund. Was fliegt denn da herum? Schaut euch das mal an. Alter, warte mal, was ist das denn? Hä? Alter, die schießen uns ab. Sind das mutierte Bienen? Schaut euch mal das an. Sieht aus wie so eine mutierte Biene. Die hat mich vergiftet. Ey, diese Biene. Und ich komme da nicht mal dran. Alter, okay, Freunde. Was ist das denn für ein Wurm? Was ist das denn für ein Wurm? Ein Spider-Jockey. Alte Schwede, da ist schon wieder dieser komische fliegende Käfer. Sieht wirklich für mich aus wie so eine mutierte Biene. Aber was macht denn der Wurm da hinten? Alter Schwede. Okay, also wir haben auf jeden Fall, das sehen wir jetzt schon, mutierte Bienen hier am Start. Die sehen aus wie so Skelettbienen und die greifen sogar normale Monster an. Ihr seht, die vergiften sogar hier Creeper. Das ist ja mal der Wahnsinn. Was? Warte mal. Hat dieser Creeper sich gerade verwandelt? Habt ihr das gesehen? Alter, der Creeper hat einfach mal den Zombie sogar angegriffen. Das, ey, wir haben es gesehen, live vor unserer Nase hat einfach mal diese Mutantenbiene oder Parasitenbiene einen Creeper angesteckt. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das passiert. Aber hier sehen wir es auch nochmal, Freunde. Hier sehen wir es auch nochmal. Die greifen natürlich auch alle gleichzeitig mich an. Okay, also das waren schon mal sehr interessante Sichtungen. Oh, da sehe ich eine Katze. Da sehe ich eine Katze, vielleicht kann ich der Katze helfen. War da nicht gerade noch eine Katze? Also, ich muss sagen, sieht schon komisch aus alles. Sieht hier schon sehr komisch aus. Also, ich muss sagen, dass anscheinend auch Monster so mutiert werden können durch andere Monster. War mir gar nicht bewusst. Und was ist das denn für ein Kampf da vorne? Habt ihr es gerade gesehen? Das sind neue Schafe. Das sind sie, diese bösen Schafe. Aber anscheinend greift dieses komische Schaf hier keine Zombies an. Aber schaut euch dieses komische Schaf einfach mal an. Oh mein Gott. Wir müssen echt aufpassen. Ah doch, jetzt haben wir sogar gesehen, das Schaf hat einfach mal einen Zombie angegriffen. Aber natürlich greift es auch mich an. Ey, diese Schafe sind super gruselig. Und das waren ja noch gar nicht alle Monster hier. Das war nur ein Monster von vielen weiteren Monstern, die wir hier in der Nacht natürlich in Minecraft erleben. Oder haben wir nochmal so ein komisches Psycho-Schaf? Alter, da ist noch so ein Psycho-Schaf, sehe ich gerade. Greife ich mal an. Aber die kann man noch relativ einfach beseitigen. Und was ist das? Das sind mehrere von diesen Wölfen. Die sehen aber auch nicht ganz normal aus. Und das sind auch diese Creeper von vorhin. Schaut euch das mal an. Alter, der hat ja alles zerfetzt. Der hat echt alles zerfetzt. Oh mein Gott. Und da ist wieder dieser komische Creeper, der mutiert ist. Der explodiert einfach mal sofort. Hier vorne ist auch was explodiert. Schaut euch das an. Das ist dieser mutierte Wolf. Okay, ich muss einmal ganz kurz hier was essen. Wird schon wieder von allen Seiten angegriffen. Ich frage mich nur, ob der Wolf auch mich angreift. Und ja, er greift auch mich an. Ich konnte... Alter, und diese Skelette sind so nervig, ne? Sind so nervig. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Oh ja, komm. Okay. Also wir sehen, wir haben mutierte Wölfe schon mal gesehen. Wir haben auch mutierte... Was hatten wir noch? Mutierte Creeper haben wir gesehen. Mutierte Bienen haben wir gesehen. Alter, und diese Monster sind so nervig, weil die ganze Zeit mit dem Bogen spammen. Und hier ist schon wieder so ein komischer Wurm. Ich glaube, die sorgen ja auch dafür, dass die Monster infiziert werden. Alter, warte mal. Was sind das denn für Gestalten da vorne? Sind das Käfer? So mutierte Käfer? Und hier einfach mal solche Steves. Alter, warte mal, so Horrorkühe. Horrorkühe sind auch am Start. Alter, warte mal, jetzt bin ich gerade schockiert. Was ist das denn für eine Armee? Also ich muss sagen, wenn ich mir die jetzt mal so aus der Ferne anschaue, dann, Alter, das sind auch mutierte Schweine. Okay, ich mach mal kurz hier die Tür zu, damit wir uns das mal aus der Ruhe hier anschauen können. Wir sehen hier vorne so ein komisches, so eine Kuh. Die kommen auch immer ganz komisch angelaufen. Vorne, wenn mich das nicht täuscht, haben wir einfach mal ein mutiertes Pferd. Das ist ein mutiertes Pferd. Seht ihr das da hinten? Dieses komische Pferd greift einfach mal diesen Creeper an. Oh ja, Leute. Wir sehen hier einige kuriose Monster. Ich weiß nicht, was das da hinten ist, weil das da hinten sieht aus wie so eine Hand aus dem Boden. Mutierte Villager sehe ich auch da vorne schon. Merkt auf jeden Fall, dass die sich Stück für Stück in der Nacht hier verändert haben. Hier unten wartet auch dieses Schwein auf mich und hier vorne, das sind natürlich auch diese mutierten Spieler sind das, glaube ich. Sieht aus wie so ein Steve, der aber mutiert ist. Und hier sehen wir auch nochmal das Pferd, das kommt auch näher. Und die versuchen auch Zombies anzugreifen. Also sie verschonen wirklich keinen. Oh ja. Guckt euch das an. Guckt euch das hier an. Ganz, ganz eklige, mutierte Monster. Ey, dass das Pferd gegen Zombies kämpft, das sieht so komisch aus. Was ist denn hier passiert, Freunde?
Okay, aber wir haben den jetzt hier auf jeden Fall töten können. So, jetzt hier auch nochmal dieses Schwein können wir auch nochmal angreifen. Zack. Wir sehen hier, oh, was auch immer das hier sein soll. So, sieht aus wie so eine kleine Minispinne. Und hier vorne auch nochmal der mutierte Villager. Und die Pferde machen auch die ganze Zeit solche komischen Geräusche, als wenn sie sterben würden. Alter, hier sehen wir sie. Hier sehen wir sie. Da ist das Pferd, da ist das Pferd. So, aufpassen, aufpassen. Das Pferd ist aber echt stark, muss man wirklich sagen. Oh ja. Oh, habt ihr es gesehen, wie es gezappelt hat auf dem Boden? Also Leute, ich sag euch, wie es ist bei Nacht hier. Ist wirklich nichts normal. Okay, okay. Und hier auch. Wir werden immer wieder angegriffen. Alter Schwede, Leute, ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich zurückziehen. Ich habe keine Wahl. Aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr gruselige Monster in der Nacht gesehen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.